Guten Tag, mein Name ist Christina Colombo. Ich bin Produktmanagerin bei der Firma Cavo und möchte Ihnen heute im Cavo Studio in Biberach unsere neueste Innovation, die Simulationseinheit DSE Clinical E50 Live vorstellen. Mit Hilfe der DSE Clinical E50 Live können Studenten schon in der Vorklinik mit den Originalkomponenten der Behandlungseinheit arbeiten und müssen später ihre erlernten Arbeitsabläufe nicht umstellen. Die DSE Clinical E50 Live kann sowohl mit einem TM-Tisch mit hängenden Instrumentenschläuchen als auch mit einem S-Tisch mit Schwingen konfiguriert werden. Beide Arztelemente können mit 5 oder 6 Instrumenten bestückt werden. Eine Erweiterung von 5 auf 6 Instrumente ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Für das Arztelement können eine Spritze, bis zu 4 rotierende Instrumente und optional auch eine Intraoralkamera ausgewählt werden. Der E50 Live TM-Tisch verfügt über ein integriertes Bedienteil mit Display und Direktwahltasten. Die Studierenden können damit einfach und schnell Instrumentenparameter überprüfen, ändern und nach Bedarf speichern. Dieses Arztelement wurde mit einer intraoralen Kamera Algocam One, einem Zahnstein-Entfernungsgerät PiezoSoft, einer Multifunktionsspritze, 2 Elektromotoren und einer Turbine ausgestattet. Beim TM-Tisch kann das Arzt- und Assistenzelement ohne Werkzeugeinsatz in kurzer Zeit von rechts auf links und umgekehrt umgestellt werden. Dafür muss der Patientensimulator in die tiefste Position gebracht werden. Je nach Behandlungsposition kann der TM-Tisch flexibel in Höhe und Lage ergonomisch optimal eingestellt werden. Der E50 Live S-Tisch verfügt über ein Bedienteil mit Display und Direktwahltasten, das entweder rechts oder links angebaut werden kann. Das Arztelement wird standardmäßig mit einem Griff ausgeliefert. Ein zusätzlicher Griff oder weitere sterilisierbare Griffe können optional mitbestellt werden. Das Arztelement wird mit einer Spritze, einer Turbine, einem Polymerisationshandstück One, einem Zahnstein-Entfernungsgerät PiezoSoft und einem Elektromotor ausgestattet. Die Schwingen am Arztelement können ohne oder mit der Rastfunktion in 2 Stufen ausgestattet werden. Am Esstisch kann außerdem ein Polymerisationshandstück gewählt werden, wenn zum Beispiel auf das optionale Assistenzelement verzichtet wird. Je nach Behandlungsposition und Konzept des Benutzers kann der Esstisch in Höhe und Lage ergonomisch optimal eingestellt werden. Hierbei sind Positionierungen von 9 Uhr bis 11 Uhr möglich, sowie auch die 12 Uhr Position. Auch der Esstisch kann ohne Werkzeugeinsatz in wenigen Sekunden von rechts auf links und umgekehrt umgestellt werden. Assistenzseitig bietet die DSE Clinical E50 Live dem Nutzer die Wahl zwischen 3 Optionen. Bei Option 1 können am Saugschlauchhalter der Spraynebelabsaugung und der Speichelzieher abgelegt werden. Der Saugschlauchhalter kann hier horizontal in 3 Stufen geschwenkt werden und bietet eine optimale Lösung zur Aufhängung der Saugschläuche bei zweihändiger Arbeitsweise und engen Platzverhältnissen. Das Assistenzelement Standard kann mit oder ohne Höhenverstellung konfiguriert werden. Dort finden die Saugschläuche und optional die 2. Spritze und das Polymerisationshandstück Platz. Das höhenverstellbare Assistenzelement bietet zusätzlichen Komfort, da es in der Höhe in 3 Stufen eingestellt werden kann. Assistenzseitig kann optional die Selektivablage ausgewählt werden. Diese schaltet den Speichelzieher und/oder den Spraynebelsauger getrennt voneinander ein, je nachdem, was aus der Halterung genommen wird. Alternativ kann auch der Schieber am Speichelzieher oder am Spraynebelsauger geschlossen werden. VacuStop ist eine weitere optionale Funktion am Assistenzelement, die den Saugstrom an beiden Saugschläuchen abschaltet. Dadurch kann beispielsweise der Spraynebelsauger an der Gesichtsmaske ohne Saugstrom angeschlossen werden. Um die Absaugung wieder zu aktivieren, muss die Taste Klingel am Arztelement gedrückt werden. Danach ist der Saugstrom wieder eingeschaltet.
Bei der pneumatischen Version kann der Patientensimulator für einige Sekunden pneumatisch entriegelt werden, indem die Taste der Schalenspülung am Arztelement gedrückt wird. Dadurch kann der Patientensimulator in Höhe und Neigung eingestellt werden. Nach Ablauf der Entriegelungszeit wird die Bremse aktiviert und der Patientensimulator ist in der Position fixiert. Mit dem optionalen Bausatz der elektrischen Höhenverstellung kann die Rückenlehne inklusive des Patientensimulators wie an einer Behandlungseinheit stufenlos oder automatisch über die 6 Automatikpositionen eingestellt werden. Die stufenlose Verstellung erfolgt manuell über die Tasten am Arztelement, am Assistenzelement oder am Fußanlasser. Bei der Patientenpositionierung über den seitlichen Schwenk kann der Patientensimulator aus der Mittelstellung um 45 Grad nach links oder rechts geschwenkt werden. Das ist vor allem bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil. So haben die Studierenden einen besseren seitlichen Zugang zum Simulator. Auch der Patientenkopf kann bewegt und in der gewünschten Position fixiert werden. Hierzu kann die seitliche Schraube leicht aufgedreht werden, sodass die Fixierung gelöst wird. Bei der Behandlung am Oberkiefer können die Kopfstütze und der Kopf überstreckt werden. Somit haben die Studierenden eine bessere Sicht auf den Oberkiefer. Alle Kiefersimulatoren von CAVO können bei der DSI Clinical E50 live je nach den spezifischen Kundenanforderungen eingesetzt werden. An dieser Simulationseinheit ist beispielsweise aktuell der Kiefersimulator G40J montiert. Zum Ausbau des Kiefersimulators muss an der linken Schläfe der Knopf gedrückt werden, um den Kiefersimulator vertikal nach oben herauszunehmen. Danach wird die Verschraubung gelöst, die Platte entnommen und die Gesichtsmaske kann ausgetauscht werden. Wir demontieren nun den Patientenkopf und wechseln den Kiefersimulator auf den G40JM mit magnetischer Fixierung. Zu diesem Zeitpunkt kann auch das Zahnmodell durch ein anderes ersetzt werden. Alle Zahnmodelle von CAVO können im Kiefersimulator montiert werden. Es gibt die Möglichkeit der Vollbezahnung, der Teilbezahnung, der Parodontologie, Chirurgie oder Kinderzahnmodelle. CAVO bietet eine breite Palette an Gesichtsmasken in kleiner, größerer oder übergroßer Mundöffnung. Einige Gesichtsmasken haben zusätzlich einen Anschluss an den Spraynebelsauger, sodass die Studenten auch alleine arbeiten können und das Spraywasser in der Gesichtsmaske automatisch abgesaugt werden kann. Die dritte Hand kann universal am Kopf von jedem CAVO-Patientensimulator befestigt werden und erleichtert das Absaugen von anfallendem Spraywasser bei einer zweihändigen Behandlung. Die flexibel positionierbare dritte Hand hält den Spraynebelsauger in der gewünschten Position für eine optimale Behandlung. Bei der Auswahl des Fußanlassers stehen dem Nutzer 2 Optionen zur Verfügung. Der Fußanlasser Standard ermöglicht zum einen die Steuerung der Instrumente, zum anderen aber auch weitere Funktionen wie den Wechsel der Motordrehrichtung, die Sprayvorwahl sowie die Positionierung des Patientensimulators bei der elektrischen Höhenverstellung. Mit dem Fußanlasser Premium steuern Sie alle Funktionen und integrierten Geräte Ihrer DSI Clinical E50 Live ganz einfach mit dem Fuß. Der komfortable Fußanlasser Premium verfügt darüber hinaus über eine Mittelzentrierung. So kann wertvolle Zeit gespart und Unterbrechungen des Workflows vermieden werden. Beide Fußanlasser können am Ende des Tages an der passenden Parkposition an der Behandlungseinheit eingehängt werden. Auch bei der Auswahl der Behandlungsleuchten kann der Nutzer der DSI Clinical E50 Live zwischen 2 Optionen die passende auswählen. Die CAVO Lux 540 LED kann berührungslos und damit sehr hygienisch über den Sensor oder über das intuitive Arztelement oder Assistenzelement bedient werden. Die CAVO Lux 540 LED bietet perfekte Hygienevoraussetzungen, höchste Qualität, eine lange Lebensdauer und maximalen Behandlerkomfort.
Die Maya Behandlungsleuchte bietet eine LED-Beleuchtung in Tageslichtqualität. Die Lichtstärke ist bis zu maximal 35.000 Lux stufenlos einstellbar. Sie kann stufenlos ohne Farbtemperaturänderung gedimmt werden, die bei 5000 Kelvin fix bleibt. Außerdem sind die Handgriffe der Leuchte abnehmbar und sterilisierbar. Das DSE Clinical E50 Live bietet ein optionales, automatisches Carpho-Hygienesystem, das für eine optimale Aufbereitung der Simulationseinheiten nach den Standards des Robert-Kochs-Instituts sorgt. Mit dem Carpho-Hygienekonzept lernen die Studierenden von Anfang an, wie wichtig es ist, sowohl die eigene als auch die Gesundheit der späteren Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Der Bausatz des Hygienesystems besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem Hygieneschrank und dem Hygienecenter, welche platzsparend in einem separaten Schrank untergebracht und bei Bedarf schnell zugänglich sind. Im Hygieneschrank befindet sich der DVGW zugelassene Wasserblock und die Flaschen für Oxygenal 6 und Dekaseptolgel. Die permanente Keimreduzierung mit Oxygenal 6 verhindert das Entstehen von Algen und Keimen in allen wasserführenden Leitungen. Das Dekaseptolgel reinigt und desinfiziert die Saugschläuche und verhindert Anlagerungen im Saugsystem und im Abfluss. Die Intensivenkeimung bekämpft die Bildung von Mikroorganismen, die vor allem in Stagnationszeiten wie beispielsweise an Wochenenden oder in den Semesterferien entstehen können. Das Hygienecenter ist in der Arbeitsplatte integriert und kann bei Bedarf entfernt und thermodesinfiziert werden. Zur Entkeimung werden die Instrumenten und Saugschläuche bequem in das Hygienecenter eingesteckt. Zur Vorbereitung der Instrumente und Saugschläuche für die Intensivenkeimung müssen ein paar Punkte beachtet werden. Das Arzt- und das Assistenzelement muss in die Nähe des Hygienecenters positioniert werden, sodass die Instrumenten und Saugschläuche leicht und mit kurzem Weg eingesteckt werden können und nicht unter Spannung stehen. Der TM-Tisch wird zur Intensivenkeimung seitlich rechts positioniert. In dieser Position kann die Intensivenkeimung gestartet werden. Der Esstisch wird mittig über dem Patientensimulator in Richtung Hygienecenter positioniert und die rastbaren Schwingen werden in die vorderste Position eingerastet. Die Saugschläuche des Assistenzelements werden über den Schwenkarm gelegt. In dieser Position kann die Intensivenkeimung gestartet werden. Nach Ablauf des Intensivenkeimungsprozesses können alle Instrumenten und Saugschläuche wieder zurück in das Arzt- und Assistenzelement gelegt werden. So, und das war eine kurze Vorstellung der wichtigsten Funktionen unserer neuen Simulationseinheit DSE Clinical E50 Live. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.